Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen in diesem Video. Wir melden uns heute von einer ganz besonderen Location, die wir schon relativ lange auf unserer To-Do-Liste haben. Die Rede ist von einer alten Talbahn. Ihr seht die jetzt schon hier im Hintergrund. Und richtig klasse ist, dass mir die Kamera gerade sagt, dass mein Akku leer ist. Schön. Ja, komm, wir nutzen den Rest nochmal eben. Ja, Betriebsbeginn war 1887 bis 1979 und die Besonderheit an der Bahn ist, wir können es noch nicht so ganz erklären, wie das Ganze funktioniert. Die ist wasserbetrieben. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht schon zu viele Informationen raushauen. Ich hoffe, dass es nicht wirklich die einzige ist, die es auf diesem Planeten gibt, die mit Wasser betrieben ist. Die Geister sind auch schon hier. Mag jetzt an dem Wind liegen, hinter uns schlagen Fensterläden und Rollläden und es hört sich so an, als wenn wir hier nicht alleine wären. Es hört sich an, als wenn so ein Geist irgendwie gerade wütend wird oder so. Ja, was wollte ich sagen? Wasserbetrieben, ach so, genau. Wasser wird ganz aufwendig unten aus dem Tal. Ich weiß nicht, da bringt es glaube ich nichts, wenn ich die Kamera mal drehe, dass ihr seht, was hinter uns passiert, aber... sind hier auch schließlich 260 Meter Höhe. Ja. Das ist eine gute Information. Genau, 260 Meter Höhe. Genau, wir haben jetzt gerade den Aufstieg hinter uns. Wir sind jetzt gut 45 Minuten unterwegs gewesen, um 260 Meter zu überwinden, Höhenmeter zu überwinden. Und wenn ihr das hier sehen könnt, ich habe die Bahn quasi jetzt bei mir im Rücken und ich blende euch jetzt gleich mal noch eine Detailaufnahme ein. Und ja, wir wollen eigentlich mal versuchen, reinzukommen und werden jetzt uns das Ganze mal von außen anschauen. Was ich jetzt schon komisch finde, ist, dass die Räder von der Bahn gar nicht den Boden berühren, dass die quasi in der Luft hängen. Ich weiß nicht, ob man das da an der Stelle, ob man das sehen kann jetzt über die Kamera, da, dass die gar nicht die Schienen berühren. Ob man die beim Stilllegen dann irgendwann aufgebockt hat oder dass quasi die Handbremse gewesen ist. Quasi sind wir jetzt einmal im Kreis gelaufen, weil hier waren wir gerade schon mal. Wir haben hier den Antrieb oder das Antriebsrad. Und dadurch, dass es hier nur ein Rad gibt, was jetzt im Prinzip das Stahlseil bewegt, für beide Spuren, würde ich jetzt auch einfach mal vermuten, dass grundsätzlich beide Bahnen gleichzeitig im Betrieb waren. Das heißt, oben und unten wurden die Fahrgäste reingelassen zum Einsteigen. Und wenn die Bahn sich in Bewegung gesetzt hat, sind gleich beide Bahnen gleichzeitig gefahren. Das heißt, die obere nach unten, die untere nach oben, die haben sich irgendwo auf Hälfte der Strecke getroffen. Und ja, beim Stillstand nachher oben und unten konnten die Fahrgäste dann aussteigen und ja, neu befüllt werden und das Ganze war immer zeitgleich permanent in Bewegung. Wir schieben das jetzt einfach mal auf den Wind, was man hier so hört. Schöne alte Treppe. Wow.
warte, bis ich ganz oben bin, bevor du nachkommst, ja? Hätte ich jetzt gesagt. Wir haben den Küchenbereich. Sieht jetzt zumindest so aus. Sorry, wenn das alles ein bisschen länger dauert, aber ich will erstmal vorher gucken oder antesten, wie fest der Boden ist, bevor ich hier gleich eine Etage tiefer lege. Also hier hätte ich jetzt gesagt, Küchenzeile eventuell mit Ausblick draußen auf den Park. Ja, hier haben wir auch, denke ich mir, den Herdanschluss. Super tolle alte Tür. Dicht ans Fenster gehen, da habt ihr noch mal einen Blick auf den Park. Okay. Das ist ja krass. Bist du irgendwo in meiner Nähe? Waschgelegenheit. Ich hätte jetzt gesagt, zwei Schlafzimmer oder drei Schlafzimmer. Kann man schlecht sagen. Also es wurde ja hier eine ganze Zeit lang als Hotel genutzt oder als Gasthof. Und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Für eine normale Wohnung hätte ich jetzt gesagt, hier kann perfekt relativ große Familie wohnen und leben. Das Ganze als Hotel zu benutzen, weiß ich nicht, finde ich schwierig, weil die Räume sind alle miteinander verbunden. Würde bedeuten, ich hätte hier die Möglichkeit, eine Wohnung in der mittleren Etage, eine ganz oben zu vermieten, und irgendwo muss die Bewirtung ja auch noch stattfinden. Das dann eventuell im Erdgeschoss. Leute, das kostet mich 3 Jahre meines Lebens. Du weißt, dass das hier klappert und knallt, und irgendwie steckst du dich trotzdem wie jetzt mal wieder. Denn die Möglichkeit, hier rauszukommen? Gar nicht? Von der Etage? Muss doch irgendwo. Hier schon mal kein Durchgang. Eventuell auf der anderen Seite. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich ziehe dir gleich mal einen Schuh lieber an. Okay.
könnte auch an den ganzen Glasscherben liegen, die hier rumfliegen. Das ist aber auch schon interessant, dass hier direkt hinter die Badewanne ist, am Fenster. Das heißt, ihr könnt dann beim Baden aus dem Fenster auf die Kulisse schauen. Wolltest du nicht hochkommen? Aufpassen, wie der Boden hier nachgibt. Boah, ich warte ja quasi da drauf, dass mich da oben irgendwas anguckt. Hier nochmal meine Aussage von gerade. Hier wurde mit Sicherheit doch gewohnt oder vermietet. Das ist so immer teils, teils. Hier sind noch Tapeten an den Wänden und ein Raum weiter sieht's aus wie ein ganz normaler Dachstuhl. Gibt der Schrank. Jetzt mal wieder auf Schlafzimmer. Ja, ich würde sagen, ich gehe mal wieder runter. Bist du noch da? Antwortest, wenn ich dich rufe. Das ist komisch. Ich meine, du siehst es nachher auf dem Video. Ich habe auch ein paar Fotos gemacht. Wenn du jetzt nicht hoch möchtest. Ja, das ist mir echt gut hier. Zu windig, zu ja, ist kein Problem.
Es ist schon komisch, du kommst oben rein und hast ein Zimmer, was aussieht wie ein Schlafzimmer. Du drehst dich nach links und hast einen Dachboden. Also ähnlich wie hier jetzt der Boden, also Holzbretter. Mhm. Du guckst auf die nackten Dachpfannen im Prinzip. Das ist dann total, ich sag mal, fast wie von einem Gartenschuppen, von einem Geräteschuppen, aus der Tür raus und stehst in der zweiten Wohnung. Das ist total komisch. Ganze Location hier ranken sich ja wahnsinnig viele Mythen und Legenden. Angeblich, so heißt es, hat es hier mehrere Todesopfer gegeben, dass hier im Prinzip fast eine komplette Familie gestorben ist in diesem Haus, nicht ermordet, aber gestorben. Dass ganz zum Schluss im Prinzip die Mutter ja noch als einzige Überlebende zurückgeblieben ist und letztendlich den Standort hier aufgegeben hat und zurückgelassen hat. Und seitdem verfällt das Ganze hier. Aber was auch dafür spricht, dass hier Bedienstete zum Beispiel gewohnt haben, also ich würde 1887 sprechen wir, spricht eigentlich die schmale Treppe. Das sind auch so Sachen. Die schmale Treppe dann. Ja, aber es sieht ja wirklich aus, als wenn du da auf den Dachboden hochkommst, ne? Ja, aber genau so war das ja eben. Die Angestellten, die haben ja immer dann so schmal das Nötigste. Und wenn du jetzt sagst, das ist da oben so komisch aufgeteilt. Vielleicht haben dann wirklich da mehrere oben gewohnt. Eben nicht nur einer, sondern dann. Aber. Das Fräulein ist nicht ein. Wir können jetzt mal Folgendes machen. Wenn man sich jetzt mal überlegt, wir haben eine Betriebszeit von, also bis 1979. Was er jetzt nicht ausschließt, dass eigentlich da draußen jetzt jemand sein könnte, der das Video jetzt hier schaut und vielleicht hier schon mal. Es ist so windig hier, können wir ein Stück an der Seite gehen. Eventuell schon mal hier zu Gast gewesen ist, hier einen Ausflug gemacht hat, mit seinen Kindern hier gewesen ist und ich sehe unmöglich aus auf dem Kopf. Das ist total wichtig bei dem Wind. Aber eventuell gibt es irgendjemand da draußen, der uns ein bisschen was erzählen kann, wie es hier vorher ausgesehen hat, was hier passiert ist. Und wir würden uns freuen, wenn wir da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen könnten. Haltet mich für abergläubisch oder nicht, ist mir jetzt gerade auch völlig egal. Mal so im Anbetracht der Umstände, was hier eventuell mal passiert ist oder auch nicht, vielleicht sind es ja wirklich nur Mythen, sage ich jetzt mal ganz laut, ich hoffe, wir haben uns hier respektvoll genug verhalten. Ich entschuldige mich schon mal für das ein oder andere Mal gegen die Tür treten. und hoffen, dass wir die Location hier, wie soll ich das jetzt sagen, dass ihr uns nicht für bekloppt haltet, aber verlassen, ohne dass wir was mitnehmen. Der eine oder andere wird vielleicht verstehen, was wir jetzt gerade meinen, aber... Achso, müssen wir uns jetzt erst noch verabschieden. Ja. Ich habe das erste Mal, dass ich jetzt aus einem Lost Place rausgehe, das Gefühl, ich muss mich verabschieden. Ja. Finde ich ein bisschen komisch. Mit diesem Geklapper hier. Ja. Ja, genau. Ja, dann... Hier hängt eine Tür. Dann an dieser Stelle, man merkt, dass wir hier weit, weit oben sind. Hier pfeift und fegt und ich weiß nicht, bläst uns der Wind gerade fast weg. An dieser Stelle würden wir sagen, wir sind raus für heute. Wenn ihr ein bisschen Spaß mit dem Video hattet, dann würden wir uns riesig freuen, wenn ihr uns einen Daumen nach oben schenkt. Und den Kanal abonniert. Wir brauchen noch ein bisschen, genau, kostenlos. Wir brauchen noch ein bisschen Unterstützung. Ja, vor allen Dingen, wenn ihr mehr von solchen Videos sehen wollt, dann aktiviert auch das Glöckchen, damit ihr die Benachrichtigung kriegt. Im Moment machen wir das so, dass wir jeden Sonntag zwischen 10 und 12 ein neues Video hochladen. Vielleicht wird es demnächst auch öfter, dass wir zwei die Woche schaffen. Müssen wir mal schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Also
feste liken, abonnieren und teilt. Und kommentieren. Genau, da sage ich leider was zu. Aber ansonsten teilt das Video mit euren Freunden auf Social Media, über Facebook und keine Ahnung was. Ja, kommentieren. Also, ich hatte vorhin ja schon mal aufgerufen dazu, wenn irgendjemand zu der Location hier was weiß oder vielleicht sogar jemand schon mal hier gewesen ist, als das Ganze noch in Betrieb war, dann würden wir uns total darüber freuen, wenn ihr uns was unten in die Kommentare schreibt, was eure Erfahrungen hier sind, gewesen sind, wie es hier mal ausgesehen hat, was genau hier passiert ist. Vielleicht seid ihr ja sogar schon mal mit der alten Bahn gefahren. Jo, ansonsten sind wir immer für Kritik offen. Wenn euch irgendwas nicht gefällt oder nicht passt, dann ja, sagt uns das, schreibt uns das. Und wenn ihr einen coolen Ort für uns habt, wo ihr uns gerne mal sehen würdet, dann schickt uns einfach mal eine Nachricht und ja, wir fahren für euch dahin, gucken uns das an und bringen viele schöne Bilder wieder mit nach Hause. Ja, viel erzählt, wollte ich eigentlich gar nicht. Fühlt sich wieder alles. Ich brauche gleich nochmal einen Moment, um wirklich hier rauszukommen, also um hiervon loszukommen. Ja, Leute, in diesem Sinne sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss.